So, starten wir unseren ersten Versuch. Mal gucken, ob es was wird. We will see. Also ich habe zumindest immer noch die Hoffnung, dass ich gegen Genichiro recht gut ankomme. Und ich sowas hier mache. Bleib auch bei meiner Taktik gegen Genichiro, werde ich mich nicht heilen. Und nach Möglichkeiten keine Geistembleme verbrauchen. Die Auferstehung 1 ist okay. Das ist halt das die Krux an der Sache. Danke. Das ging. Die erste Phase von Ishin ist ja noch relativ entspannt. Denn man ignoriert hat, dass der ihn hauen will und blockt entsprechend nicht. Okay, mal her. Sehr gut. Das war nicht der Stichangriff, den ich erwartet habe. Was machst du da hinten? Sagen, ich hätte es noch ein super cooles Detail gefunden, aber ich weiß nicht, ob das technisch so eine clevere Idee ist, wenn mit den ganzen Angriffen von gerade von Ishin, aber halt auch von uns die ganzen. Naja, wir sehen, dass ein paar von diesen Gräsern, was auch immer das sind, halt wegfliegen. Aber es werden ja nicht weniger. Moment, ich will auf Nummer sicher gehen. Sehr gut. Nice. Sind schon in der letzten Phase. Nein. Ja, ich sollte eigentlich die Chance nutzen, wenn er geschockt ist und den hier machen, bevor jetzt mehr Schaden ist. Nein.
kein Risiko. Nice. Cool. Den Drachen im dritten Versuch erst geschafft. Oder im zweiten. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Den Dämon des Hasses erst im zweiten. Aber dafür Genichiro und ich in dem ersten. Was ist da los? So. Arschkopf. Hallo. Danke. Sehr schön. So, wo? Da hinten leuchtet Kuro. Dann holen wir uns jetzt noch das letzte Ende. Beziehungsweise das vorletzte. So, und wir könnten natürlich jetzt nochmal die Aufhebung beziehungsweise die Reinigung. Aber geben ihm jetzt nur die Tränen, das was wir halt ganz ursprünglich beim ersten Mal, meine ich, auch gemacht haben. Aber ja. Ryū no namida. So. Hätten wir das auch. Und dann bleibt nur noch ein Ende. Und ich finde, bei zwei Enden, also bei dem Ende und beim Heimkehr des Drachenende, haben sie sich halt super gut eine Nachfolge offen, also die Möglichkeit für eine Nachfolge offen gelassen, der ja zumindest nach aktuellem Stand erstmal nicht kommen wird. Da ja jetzt momentan erstmal Elden Ring kommen wird, Anfang nächsten Jahres, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Es wurde ja letztens endlich mal wirklich was dazu gezeigt zu dem Spiel. Und Halleluja, hab ich Bock. So. Wir ja, werden jetzt einen sehr leidigen Spieldurchgang haben. Denn wir werden Kuros Amulett abgeben und so schnell wie möglich zum zur Glocke des Dämons gehen. Und dafür werde ich übrigens aber auch es mir einfacher machen und an dem Dingens vorbeirennen. An dem Kopflosen, einfach weil ich auf den keinen Bock habe. So, die ganzen Dialoge und so brauchen wir nicht mehr. Ich werde, wie gesagt, immer nur noch das
durchlaufen lassen, was wir noch nicht kennen. Und das wird eigentlich nur das sein, was für dieses Ende jetzt spezifisch ist, was wir hier anstreben werden. Und ich sag mal so, ich werde natürlich trotz allem, werde mich nach Möglichkeiten beeilen, möchte aber auch gucken, dass wir zumindest alle Bosse, die wir bekämpfen können, bekämpfen. Einfach, wie gesagt, Angriffskraft, ne? Das ist halt einfach zu gut, das Ding. Grüße. Dankeschön. So. So, jetzt kann es nur gut werden. Weil ich persönlich, ehrlich gesagt, für den Dingens keinen Unterschied gemerkt habe. Für den Dämon. Also gut, vielleicht haben ein paar Gegner mal mehr ausgehalten, aber nicht, dass es aufgefallen ist, finde ich. Gut. Aber ihr seht, wie wenig halt Yamauchi aushält. Einfach weil wir sehr gründlich waren. Ich weiß auch gerade gar nicht, ich habe zumindest nicht darauf geachtet, kriegen wir momentan schon Erfahrungspunkte? Ich glaube nicht, oder? Wir werden es jetzt gleich bei dem Typen da sehen. Bei dem kleinen hässlichen hier. Komm mal her. Okay, außerdem also sollte ich mal das hier ausrüsten, weil, ja. Momentan haben wir sonst keine. Also, wir haben ja die sterbliche Klinge nicht, demnach. Können wir natürlich auch nicht die machterfüllte sterbliche Klinge einsetzen. So. Genichiro, das wird nicht unser letzter Kampf sein, aber unser vorletzter. Also genieß es. Generell gibt es jetzt so ein paar Gegner, gegen die wir natürlich auch gar nicht mehr antreten. Uhu zum Beispiel kommt nicht mehr vor. Also zumindest nicht als Gegner. Weil wir, bevor wir den Uhu-Kampf starten, die Entscheidung treffen müssen, die halt zum Shura-Ende führt und was ja das letzte Ende ist, was uns noch fehlt. Genichiro, wie gesagt, den Kampf und den auf dem Turm ganz oben. Aber uns brauchen zum Beispiel auch nicht mehr gegen den Dingens antreten. Gegen den Drachen. Wer fällt noch weg? Natürlich entsprechend halt alles, was im himmlischen Palast, zum Palast zu der Urquelle ist, fällt weg.
Ja, das sind halt schon mal drei. Der Dämon des Hasses fällt weg. So. Ist schon mal einiges, was wegfällt, ne? Und sonst. Ich weiß gar nicht, ob man theoretisch trotzdem noch beide Affen, also gegen beide Affen kämpfen kann. Ich glaube schon. Ja, und sonst müsste ich jetzt selber überlegen, was noch alles an Bossen gibt. Wobei, das kann man ganz einfach mal nachgucken. So, kommt natürlich noch, kommt auch noch, kommt auch noch. Die kommen auf jeden Fall noch. Der Löwenaffe einmal auf jeden Fall. Ich meine, wir können sogar beide. Verdorbene Nonne können wir, wahre Nonne nicht. Großer Shinobi, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, das war's schon. Es ist, dieses Spiel hat halt weniger Bosse, als man immer denkt. Also, beziehungsweise nicht als man denkt, aber es hat halt verhältnismäßig echt wenig Bosse. Weil, ja, das meiste sind halt eher, das Spiel hat halt mehr Minibosse als Bosse. Kann sich jetzt darüber streiten, ob man das schön findet, aber weiß nicht. Oh, so zwei, drei Bosse mehr, finde ich, hätten dem Spiel schon gut getan. Ja, ich werde vieles jetzt auch skippen. Einfach weil, ja. Brauchen es ja nicht mehr. Und dann wahrscheinlich gegen Ende werde ich irgendwann einmal kurz mir was aussuchen, wo ich viel Erfahrungspunkte farmen kann. Der Typ hier stirbt natürlich trotzdem. Wie gesagt, ich werde bis auf die Kopflosen alle möglichen Minibosse töten. Und wie gesagt, alle Bosse sowieso. Oh. Nö, lass das mit dem Greifen. Ich weiß nämlich nicht, was du da machst. Ich möchte es ehrlich gesagt auch dabei bleiben. Dabei belassen, so. Würde wahrscheinlich vor allem wehtun, deshalb lassen wir es. So. Ja, ich merke halt jetzt schon wieder, dass wir den Talisman nicht mehr haben. Hier hoch, einmal hier hoch. Ich finde es schön, dass sie einen einfach ignorieren. Dann haben wir nämlich dich weg. So, du kannst mir mal kurz helfen. Das war nicht geplant. So viel zum Thema helfen.
War noch nicht fertig. Weit kommt ihr denn, Jungs? Was ist denn euer Problem? Ups. So. Dankeschön. Ich dich einfach jedes Mal vergesse. Dankeschön. Großmütterchen, ich bin sofort bei dir. Muss eben noch kurz mich um deine Haustiere kümmern. Und um deinen kleinen Schatz. Das soll ja nicht heißen, dass ich hier deine Arbeit umsonst erledige. Schön. So, bevor ich da jetzt voll reinrenne und mich von dem Typen mit Kanone abschießen lasse, machen wir lieber den Umweg. Schalten erst den Typen mit Kanone aus und danach alles andere. Sehr schön, Dankeschön. Ich muss sagen, wir kommen gerade relativ fix voran. Ja, ich könnte auch noch schneller sein, wenn ich an den ganzen Gegnern vorbeirenne, aber ich will auch noch immer zumindest ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Und versuchen wir mal, ob wir es noch hinkriegen mit dem Konfekt. Es kann halt sein, dass er jetzt schon aggro ist. Das weiß ich gerade nicht. Okay. Ich weiß nicht warum, aber es hat halt nicht den Dingens prompted. Ah, danke. Cool. Ich bin eigentlich ausgewichen. Ja, ich hätte auch einfach wie heißt es, ihn anzünden können. Okay. Dann halt so. Wenn du halt lieber brennen möchtest. Das war knapp. Um es mal gelinde auszudrücken. So.
Wenn's noch mal. Ich würde sagen, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Okay. Dass ich aber halt trotzdem irgendwie es nie schaffe, mal bis hinter den Ogre zu kommen, ohne drauf zu gehen. Weil ich mich jedes Mal bei dem verschätze. Hi. Holen wir uns jetzt noch eben nicht den Miniboss selber hier unten, den General, aber den hier einfach, weil ich ihn nicht mag. So. Wie gesagt, gegen den Kopflosen werde ich jetzt nicht antreten. Da renne ich einfach dran vorbei. Und dann kommen wir nämlich auch direkt zur Glocke und können es uns schlecht gehen lassen. So. Wäre das? Ich will zumindest eben die Tür aufmachen. Nicht, dass das super viel bringt, aber dann haben wir die Tür offen. Eigentlich bringt es eigentlich gar nichts, aber egal. Das göttliche Gras, das könnte man jetzt als lohnenswert betrachten, wenn wir davon nicht irgendwie 14 hätten oder so. Schade. Zu kurz gehüpft. Tschüss. Wiedersehen. Schön mit dir. Glück. Und wir sind durch. Fehlen noch 13 Erfahrungspunkte. Und zwar 13 ganze. Das ist halt. Und. Dankeschön. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch eben den Miniboss. Und dann machen wir für morgen für den Schluss und morgen geht's weiter, wenn wir dann durchs Tal zu Gyobu gehen. Ja, ich könnte noch den Schmetterling besiegen. Jetzt zum Schmetterling gehen erstmal. Muss aber sagen, habe ich noch nicht so die Lust drauf. Schmetterling würde ich, glaube ich, lieber machen, wenn wir Gyobu und noch so. Also mindestens Gyobu. Vielleicht auch noch Genichiro besiegt haben. Einfach für das bisschen mehr Angriffskraft. Nicht weil der Schmetterling so brutal schwer ist, aber weil Schmetterling halt die Angewohnheit hat,
am Anfang, wenn sie volles Leben hat, relativ flott ihre Ausdauer zu regenerieren. Zumindest im Verhältnis. Ist jetzt ein Witz gegen, keine Ahnung, Ishin oder so, aber ich finde, sie macht das schon schneller als manch anderer. Nein. Er darf gerne schießen, das ist kein Problem. Warte mal kurz. Dankeschön. Die sind jetzt zwar ein bisschen aufmerksam. Die Frage ist, okay, ja, der General ist auch dabei. Frage ist, ist da unten nicht jetzt noch einer? Nee, da hinten. Da ist noch einer gewesen. Wie kriege ich die jetzt auseinander? Wenn der eine hier hinkommt, dann können wir den zumindest noch ausschalten. Das. So. Fällt jetzt gerade erst auf, dass der Typ auch Yamauchi heißt. Wie der Typ, den wir am Anfang halt besiegt haben. Hier war ja noch ein Schütze. Moment. So, jetzt sind wir ungestört. Ah. Oh. Ja gut, war nicht so clever. Gebe ich zu. Haben ihn jetzt effektiv genauso platt gemacht wie seinen Vorgänger, oder? Ich glaube schon. Finde ich, lohnt sich. Das ist doch was Schönes. So. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen hier bei Sekiro Shadows Die Twice wieder, wenn wir der Schlange ausweichen und entsprechend zu Gyoru gehen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.